Eine der größten Schwierigkeiten in Siedler 4 ist, dass man sehr leicht innerhalb der ersten Stunde einem feindlichen Angriff zum Opfer fallen kann, wenn man nicht ausreichend vorbereitet ist. Die Details variieren natürlich von Karte zu Karte, aber das heißt nicht, dass man hier nicht optimieren kann. Viele Spieler schwören auf Konstellationen von mindestens drei großen Türmen mit guter Besetzung, vorzugsweise an einem Engpass oder anderem leicht zu verteidigenden Ort. Die offiziellen Tipps zum Spiel, ihr wisst schon, die, die in eurem Browser geöffnet werden, stellen sogar die Behauptung auf, dass gegen eine Konstellation aus drei großen Türmen die dreifache Menge an Soldaten nötig ist. Also, finden wir raus, ob die Mathematik den Entwicklern hier recht gibt, wie groß eine Verteidigungsstellung sein sollte und welche Rolle Burgen hier spielen können. Wie meine Experimente zur Getreidefarm, die ihr offenbar interessanter fandet, als ich dachte, finden auch diese Messungen auf einer eigens dafür geschaffenen Karte statt. Ich möchte wissen, wie viele der angreifenden Soldaten sterben werden, bevor alle Türme erobert sind. Per Skript werde ich die Kampfkraft der angreifenden Soldaten auf 100% setzen, sodass hier keine Varianz entsteht. Das ist deutlich mehr, als die KI auf Zufallskarten und vielen Kampagnenkarten zumindest am Anfang haben wird. Aber es gibt auch Karten, auf denen die KI von Anfang an deutlich stärker ist. Die feindlichen Soldaten sind ausschließlich Level 1 Schwertkämpfer, die direkt an den zu erobernden Türmen starten werden. Die Verteidiger starten ebenfalls auf Level 1 und erhalten keine zusätzliche Unterstützung von außen. Im Idealfall habt ihr natürlich auch freistehende Soldaten dabei. Gerade wenn ihr gegen Wikinger spielt, solltet ihr hierauf auf keinen Fall verzichten, da ihre Axtkämpfer eure Türme und Burgen sonst in sehr kurzer Zeit in Schutt und Asche legen werden. Um die Tests möglichst effizient durchführen zu können, habe ich vier Inseln geschaffen, auf denen ich jeweils eine separate KI eine unterschiedliche Turmkonstellation angreifen lassen kann. Zuerst schauen wir uns Konstellationen von 1 bis 4 kleinen Türmen an. Okay, das hat gerade meine Framerate gekillt, also vielleicht doch nicht so sehr übertreiben. Die Ergebnisse sind in diesem Fall ziemlich eindeutig. Jeder kleine Turm hat nur einen feindlichen Soldaten besiegen können, was wohl damit zusammenhängt, dass 2/3 der Besetzung Bogenschützen waren, welche wiederum im direkten Kampf mit Schwertkämpfern deutlich unterlegen sind. Kleine Türme sind also eher Lückenfüller als primäre Verteidigung. Die Ergebnisse für große Türme sehen schon etwas anders aus. In 2 separaten Tests waren die Ergebnisse identisch. Ein einzelner großer Turm war so erfolgreich wie 4 kleine im vorherigen Test und brauchte dabei nur halb so viele Soldaten sowie 2/3 des Baumaterials. 2 große Türme konnten nur 3 weitere Soldaten bezwingen, bevor sie erobert wurden. Ich vermute aber, dass hier mindestens ein Soldat sehr schwer verletzt wurde. Für 3 und 4 große Türme sprangen die Ergebnisse auf 13 und 18 Kills. Der dritte Test wiederholte die Prozedur mit 1 bis 4 Burgen. Eine einzelne Burg hat hier ungefähr den Wert von 2,5 großen Türmen, mit besserer KD wohlgemerkt, und ist dabei trotzdem noch billiger in Sachen Baumaterial. 2 Burgen sind fast doppelt so effektiv, wobei wir hier wohl erneut das Problem haben, dass wir verletzte Soldaten nicht berücksichtigen können. 2 Burgen entsprechen so 4 großen Türmen und brauchen dazu weniger Soldaten und Baumaterial. Auch die dritte Burg war noch recht effektiv und erzielte immerhin 7 weitere Kills, aber ich brauchte noch mehr Daten, um weitere Schlüsse ziehen zu können. Also versuchte ich Konstellationen mit 6 und 8 großen Türmen sowie eine Burg mit 2 und 4 großen Türmen, die den Eingang bewachten. Und hier schien das Experiment an seine Grenzen zu kommen, denn alle 4 Konstellationen lieferten erbärmliche Ergebnisse ab. Offenbar, weil die beteiligten Bogenschützen alle ihr eigenes Ziel gesucht haben und deshalb zwar mehr Schaden angerichtet haben dürften, aber eben weniger Kills erzielt haben. Ich habe in Erwägung gezogen, das Experiment anzupassen, aber diese Ergebnisse konnte ich nicht mit den bisherigen vergleichen. Für die Neugierigen unter euch, die beiden Konstellationen mit den Burgen waren deutlich effektiver, aber beide waren von der KD her identisch. In allen Fällen erreichten die Burgen die besten KDs und das auch noch mit der höchsten Baukosteneffizienz, wobei die vierte Burg in ihrer Effizienz bereits deutlich abfällt. Bevor ich zu einer Schlussfolgerung komme, wollte ich noch 2 Dinge wissen. Zum einen habe ich die Platzierung der großen Türme, die bei den größeren Konstellationen mit 6 und 8 Türmen eine größere Rolle spielte, überprüft. Die beiden Konstellationen mit 6 Türmen waren von ihrer KD her identisch, während bei 8 Türmen die doppelte Linie etwas effizienter war als der Rhombus. Interessanterweise schnitten die Türme nun auch deutlich besser ab, selbst in der eigentlich unveränderten 6er Doppellinie, und waren nun gleichauf mit den beiden Burg-Turm-Konstellationen. Die andere Sache, die mich interessierte, war, ob es sinnvoller ist, Schwertkämpfer oder Bogenschützen aufzuwerten, wenn man sich entscheiden muss. Damit die Kosten immer gleich sind, habe ich für diesen Test große Türme gewählt. In einem waren die Schwertkämpfer auf Level 3 aufgewertet, in einem anderen die Bogenschützen. In einem weiteren waren alle Soldaten auf Level 3 und im letzten alle auf Level 1 als Vergleichspunkt. Die Level 1 Soldaten erzielten 3 Kills, vermutlich mal wieder mit einem schwer verletzten Gegner, den wir nicht berücksichtigen können. Der Turm mit den Level 3 Schwertkämpfern erreichte 10 Kills, der mit den Level 3 Bogenschützen nur 7. Der vollständig mit Level 3 Soldaten besetzte Turm erreichte zum Vergleich 14 Kills. Die Details eurer Verteidigung werden letztendlich stark von der jeweiligen Karte abhängen, wie viel Platz ihr habt und aus welcher Richtung der Gegner kommt.
Wenn eure Gegner aus dem Nordosten kommen, könnte der große Umriss der Burg einen kleinen Vorteil darstellen, da Schwertkämpfer erst um das ganze Gebäude herumlaufen müssen, um zur Tür zu gelangen. In diesem Fall kann die Burg eine ganze Weile lang die feindlichen Angriffe tanken, während einige große Türme die feindliche Armee unbehelligt unter Beschuss nehmen. Sofern ihr euch nicht mit einem Wiking herumschlagen müsst, der Axtkämpfer oder Priester einsetzt, erreichen Burgen mit den wenigsten Soldaten und dem geringsten Materialaufwand am meisten, benötigen aber auch recht viel Platz. Ein Ort, an dem ihr eine Burg bauen könnt, bietet normalerweise auch Platz für 4 große Türme. Und auch wenn diese Türme im Test eine 25% schlechtere KD hatten als die Burg, aber gleichzeitig mehr als doppelt so viel Baumaterial kosteten, sind sie trotzdem besser, wenn ihr euch diese zusätzlichen Kosten leisten könnt. Wenn ihr euch nur 2 große Türme leisten könnt, ist die Burg die bessere Wahl, sofern sie an den gleichen Ort passt. Was verbesserte Soldaten angeht, solltet ihr Schwertkämpfer priorisieren. Und was ist mit Bluebites Aussage, dass man mindestens 54 Soldaten benötigt, um 3 vollbesetzte große Türme zu erobern? Das ist tatsächlich eine sehr vage formulierte Aussage. 3 vollständig mit Level 3 Soldaten besetzte große Türme kommen gegen feindliche Schwertkämpfer mit 100% Kampfkraft auf immerhin 45 Kills. Mit 50% Kampfkraft auf 89. Wenn wir dann noch einbeziehen, dass die KI normalerweise nicht nur mit Schwertkämpfern angreift, dann ja, diese Aussage ist grundsätzlich nicht falsch, aber eben auch nicht besonders hilfreich.